Es ist 15 Jahre alt, etwa 250 Gramm schwer und heißt PC Player 996. Und es passt eigentlich ganz gut, wenn ich euch mal nach Malen in Zahlenprinzip so das Cover schildern darf. Da ist nämlich ein Symbol, das aus einem Nagel zu bestehen scheint, durch das ein Dreiviertelskreis gezogen wurde. Also es ist das Quake-Symbol. Ich war noch nie so gut im Bild beschreiben. Wir hatten es ja gerade vorhin von der QuakeCon und in dieser Ausgabe 996 haben wir tatsächlich die Quake-Vollversion schon jetzt gespielt, aber glaube ich nicht bewertet, sondern nur die Scherbe-Version. An alle Leser unter 50, die das vielleicht nicht mehr wissen, früher hat id tatsächlich seine Spiele oder ihre Spiele in Shareware-Varianten erst rausgebracht. In der Regel gab es drei große Kapitel und kostenlos gab es das komplette erste, das konnte man spielen. So bin ich zum Beispiel zu Doom gekommen, so bin ich auch selbst zur PC Player gekommen, weil ich damit dann meinen Vorstellungstext geschrieben habe, in dieser Shareware-Version von Doom. Also ein ganz interessantes System, das es heute ja überhaupt nicht mehr gibt. Heute muss man ja froh sein, wenn es mal eine Demo gibt. Wir haben doch vorhin lang über Download-Content und so weiter gesprochen. Das ist ja nicht so viel anders. Also du kriegst quasi ein Päckchen kostenlos, free to play, und dann kannst du Sachen nachkaufen. Das kommt mir jetzt sehr bekannt vor. Naja, aber da hast du das komplette Spiel bekommen und halt nur ein Drittel quasi der Kampagne. Du hast quasi eine kostenlose Demo-Version gekriegt und dann durftest du den Rest des Spiels kaufen. Ja, aber Free-to-Play ist ja, ich muss mir spielrelevante Sachen kaufen und bei Doom gab's, glaube ich, also die Waffen zum Beispiel fast alle schon in dieser. Ist ja auch egal. Also ja, du hast teilweise tatsächlich recht. Und also das war so das große Highlight der Ausgabe. Und ich zitiere ansonsten mal die Covertexte von Afterlife, an das sich kein Mensch heute mehr erinnern kann, schwöre ich, bis LucasArts war Z. das, ne? Da hatten wir es gerade auch schon, weiß ich gar nicht, muss mal gucken. Doch, Afterlife, 25. das war quasi SimCity in der Hölle, gepublished von LucasArts. War irgendwie, hat eine ganz witzige Idee. Ich glaube, das Spiel war dann doch nicht so doll, aber das war mal vom Thema was anderes. Ja, du hast volle Punktzahl, also sowohl Himmel und Hölle ist richtig, als auch LucasArts. Und es hat 3 Sterne bekommen in dieser fantastischen Zeit der Sterne bei PC Player. Auf dem Cover ansonsten stand noch Test, 3D-Brillen und 8-fach-CD-ROMs. 3D-Brillen im Test vor 15 Jahren. Und 15 Jahre später versuchen sie es wieder, ne? Also mit den 3D-Fernsehern, diese. Ja, es sind so Zyklen, also 3D-Brillen, 3D, Quake, QuakeCon. Eine Woche nach San Francisco haben wir damals unsere Leser geschickt. Heutzutage schaffen wir es zumindest bei Gamers Global nur ein paar Leser nach London mal zu schicken, aber immerhin. Time-Kommando im Test. So funktionieren Hex-Editoren. Woran kann man erkennen, dass damals noch für eine andere Zielgruppe geschrieben wurde als heute? Grafiksensation Power Goo und verspielt die ersten Direct-3D-Spiele. 15 Jahre ist das hier, echt? 3D? Ging Ja, damals anscheinend. los? Heute sind wir bei 11 Punkt. Boris, du musst das wissen. Heute fällt John Carmack auf, dass das alles ein großer Scheiß ist, 15 Jahre später. Aber sag mal, wegen Quake, war das nicht damals so ein Drama? Ich glaube, Player hat damals die Shareware-Version quasi getestet, aber als dann die Vollversion kam, da war es dann schon indiziert, irgendwie sowas. Das heißt, die Vollversion wurde nie getestet. Die Shareware-Version wurde ja indiziert. Nur da die Shareware-Version als Teil in der Vollversion drinnen war, konnte man die Vollversion nicht mehr besprechen. Also es war noch nicht mal Quake die Vollversion, so schnell waren die damals nicht mehr im Indizieren. Aber die Shareware-Version ist ja irgendwie 8 Wochen vorher erschienen oder sowas. Und die konnte man dann in Ruhe indizieren und deswegen war dann die Vollversion für uns auch zu. Ah, jetzt verstehe ich. Du warst ja damals derjenige, der mit den in Schweiß gebadeten Verlagsleitern das besprechen durftest, oder? Irgendjemand knittert, Jörg? Bist du Entschuldigung, noch auf der Taste? ich knitterte, ja, Entschuldigung. Okay. Also, wie oft haben wir gesagt, nebenbei weder basteln noch handarbeiten, wenn der Podcast aufgenommen wird? Entschuldigung, ich lese pflichtschuldigst gerade im Quake-Test nach, was Heinrich Lehner dazu geschrieben hat. Was? Ich habe Quake Er getestet? schrieb, du hast Co. getestet, ja. Wo ein Wille ist, da ist auch ein Quake. Ein bisschen guten Willen und Einspielzeit sollte man auf jeden Fall investieren, denn auf den ersten Blick wirkt Quake etwas enttäuschend.
Aber am Ende bist du dann ganz persönlich geworden. Auch wenn das Genre spielerisch stagniert, sorgt das Programm für eine ganz neue Being-There-Qualität. Basierend auf dieser Grafik-Engine dürfte in den nächsten Jahren noch so manches starke 3D-Spiel entstehen. Und ganz ehrlich, Heinrich, du hast ja schon viel geschrieben in deinem Leben, aber selten hast du so recht gehabt, weil mit der id-Tech-Engine, die ja dann weiterentwickelt wurde auch, entstanden wirklich also Dutzende von anderen 3D-Action-Spielen. Ja, aber das war, glaube ich, jedem klar damals, dass also Quake war eine coole Technik-Demo in erster Linie, weil Quake war ja doch wirklich das erste so richtig Voll-3D-Spiel. Ja, wo man hoch, runter, schießen und gucken konnte, ja genau. Und Polygone und halt keine Sprites mehr, also da war ja Doom irgendwie noch. Ich glaube, das war so die vorherrschende Meinung und so jetzt rein vom Spieldesign oder von der Spielatmosphäre her war es okay, aber großartiger Soundtrack übrigens von Nine Inch Nails, also von Trent Reznor. Ja, ja, der war super. Auf der anderen Seite, der Herr Lange hat nur 3 Sterne gegeben und ihm gefiel Duke Nukem 3D besser. so von wegen Humorlosigkeit und Abwechslungsarmut, muss man ja auch mal sagen. Ich mein, meine Güte, das war vielleicht ganz gut, dass du nicht selber zu QuakeCon geflogen bist. Ich glaube, auf mich gewartet, meinst du? Carmack hätte mit einem zusammengerollten 15 Jahre alten deutschen Magazin auf dich gewartet, um auf dich einzuschlagen. Apropos, da fällt mir gerade ein, bei GameStar habe ich mal tatsächlich Post von, ich glaube, dem Hollenset bekommen, also, oder Hollenchat, wie heißt denn der Todd? Also, ja genau, der Business Leader da, der Carmack ist ja eher der verrückte, geniale Technikguru, weil wir mal irgendwann bei der GameStar hatten wir irgendwas auf der CD, glaube ich, ein Video, das wir nicht haben durften, und der wollte dann wirklich, dass wir das einstampfen und so, also hat direkt eine E-Mail geschrieben, kein Anwalt oder so, das hat auch für etwas Aufregung gesorgt, aber wir haben ihm dann versichert, dass wir alle Exemplare, die wir noch hatten, persönlich vernichtet haben. Zum Glück war das Heft nämlich schon ausgeliefert. Und damit war es auch gut.